Dein Hochzeitskleid, Mutter, wie es dir steht. Es ist, als ob es zu heute gemacht wäre. Ja, Clara, die Mode läuft so lange vorwärts, bis sie nicht weiter kann und umkehren muss. Dies Kleid war schon 10-mal aus der Mode, kam immer wieder hinein. So hast du also ausgesehen. Ach, Mutter, ich habe dich so oft gebeten und du hast es nie angezogen. Warum denn heute? Ach, wenn man so schwer krank liegt wie ich und nicht weiß, ob man wieder gesund wird, da geht einem gar manches im Kopf herum. Es wird finster allenthalben. Aber im Herzen zündet der Tod ein Licht an. Da wird's hell. Und man sieht viel, sehr viel, was man nicht sehen mag. Ich bin mir nichts Böses bewusst. Ich bin auf Gottes Wegen gegangen. Ich habe im Hause geschafft, was ich konnte. Ich habe dich und deinen Bruder in der Furcht des Herrn aufgezogen und den sauren Schweiß eures Vaters zusammengehalten. Ach, was ist das alles? Man zittert doch vor der letzten Stunde, wenn sie hereindroht. Man fleht zu Gott ums Leben. Hör davon auf, liebe Mutter, dich greift's an. Nein, Kind, mir tut's wohl. Hat der Herr mich nicht bloß gerufen, damit ich erkennen möchte, dass mein Feierkleid noch nicht fleckenlos und rein ist? Und hat er mich nicht an der Pforte des Grabes wieder umkehren lassen und mir Frist gegeben, mich zu schmücken für die himmlische Hochzeit? Darum habe ich heute, da ich zum heiligen Abendmahl gehe, dies Gewand angelegt. Ich trug es den Tag, wo ich die frömmsten und besten Vorsätze meines Lebens fasste. Es soll mich an die mahnen, die ich noch nicht gehalten habe. Mutter, du sprichst noch immer wie in deiner Krankheit. Guten Morgen, Mutter. Nun, Clara? Möchtest du mich leiden, wenn ich nicht dein Bruder wäre? Eine goldene Kette? Woher hast du die? Wofür schwitze ich? Warum arbeite ich abends 2 Stunden länger als die anderen? Du bist impertinent. Zank am Sonntagmorgen, schäme dich, Karl. Mutter, hast du nicht einen Gulden für mich? Ich habe kein Geld, als was zur Haushaltung gehört. Gib nur immer davon her. Ich will nicht murren, wenn du die Eierkuchen 14 Tage lang etwas magerer bäckst. So hast du schon oft gemacht, ich weiß das wohl. Als für Claras weißes Kleid gespart wurde, da kam monatelang nichts Leckeres auf den Tisch. Du bist unverschämt. Wohin gehst du? Ich will's dir nicht sagen. Dann kannst du, wenn der alte Brummbär nach mir fragt, ohne rot zu werden, antworten, dass du's nicht weißt. Übrigens brauche ich deinen Gulden gar nicht. Es ist das Beste, dass nicht alles Wasser aus einem Brunnen geschöpft werden muss. Was soll das heißen, Mutter? Ach, er macht mir Herzeleid. Ah ja, der Vater hat recht, das sind die Folgen. So allerliebst wie er als kleiner Lockenkopf um das Stück Zucker bat, so trotzig fordert er jetzt den Gulden. Und ich glaube, er liebt mich nicht einmal. Hast du ihn ein einziges Mal weinen sehen während meiner Krankheit? Ach, die Männer, die schämen sich ihrer Tränen mehr als ihrer Sünden. Auch der Vater. Schluchzte er nicht den Nachmittag, wo dir zur Ader gelassen wurde und kein Blut kommen wollte an seiner Hobelbank, dass mir's durch die Seele ging? Aber als ich nun zu ihm trat und ihm über die Backen strich, was sagte er? Versuch doch, ob du mir den verfluchten Spar nicht aus dem Auge herausbringen kannst. Man hat so viel zu tun und kommt nicht vom Fleck. Ja, ja. Ich sehe den Leonhard ja gar nicht mehr. Wie kommt das? Mag er wegbleiben. Ich mag ihn wohl leiden, er ist so gesetzt. Wenn er nur erst etwas wäre. Zu meiner Zeit hätte er nicht lange warten dürfen. Da rissen sich die Herren um einen geschickten Schreiber. Jetzt ist's anders. Jetzt müssen wir Alten, die wir uns nicht aufs Lesen und Schreiben verstehen, uns von 9-jährigen Buben ausspotten lassen. Die Welt wird immer klüger. Es läutet, Mutter. Ja, Kind, ich will gehen und will für dich beten. Und was deinen Leonhard betrifft, so liebe ihn, wie er Gott liebt. Nicht mehr, nicht weniger. So sprach meine alte Mutter zu mir, als sie aus der Welt ging.
und mir den Segen gab. Da geht sie. Dreimal träumte ich, sie läge im Sarg, und nun... Oh, die boshaften Träume. Sie kleiden sich in unsere Furcht, um unsere Hoffnung zu erschrecken. Ich will mich niemals wieder in einen Traum kehren. Ich will mich über einen Guten nicht wieder freuen, damit ich mich über den Bösen, der ihm folgt, nicht wieder zu ängstigen brauche. Wie sie fest und sicher ausschreitet. Schon ist sie dem Kirchhof nah. Wer wohl der Erste ist, der ihr begegnet? Es soll nichts bedeuten, nein. Der Totengräber. Er hat eben ein Grab gemacht und steigt daraus hervor. Sie grüßt ihn und blickt lächelnd in die düstere Grube hinab. Nun wirft sie den Blumenstrauß hinunter und tritt in die Kirche. Sie singen. Nun danket alle Gott. Ja. Ja. Wenn meine Mutter gestorben wäre, nie wäre ich wieder ruhig geworden. Aber du da oben, du bist gnädig. Du bist barmherzig. Ich wollte, ich hätte einen Glauben wie die Katholischen, dass ich dir etwas schenken dürfte. Meine ganze Sparbüchse wollte ich leeren und dir ein schönes, vergoldetes Herz kaufen und es mit Rosen umwinden. Unser Pfarrer sagt, vor dir seien die Opfer nichts, denn alles sei dein. Und man müsste dir das, was du schon hast, nicht erst geben wollen. Aber alles, was im Hause ist, gehört meinem Vater doch auch. Und dennoch sieht es gar gern, wenn ich ihm für sein eigenes Geld ein Tuch kaufe und es sauber sticke und es ihm zum Geburtstag auf den Teller lege. Ja, er tut mir die Ehre an und trägt's nur an den Feiertagen. Da kommt Leonhard. Ach. Clara. Oh, ich glaubte, du wärst nicht allein. Im Vorübergehen kam es mir vor, als ob Nachbars Bärbchen am Fenster stände. Also darum? Du bist immer verdrießlich. Man kann 14 Tage weggeblieben sein. Regen und Sonnenschein können sich am Himmel 10-mal abgelöst haben. In deinem Gesicht steht, wenn man endlich wiederkommt, immer noch die alte Wolke. Es gab andere Zeiten. Wahrhaftig. Hättest du immer ausgesehen wie jetzt... Wir wären niemals gut Freund geworden. Was lag daran? So frei fühlst du dich von mir? Mir kann's recht sein. Dann hat dein Zahnweh von neulich nichts zu bedeuten gehabt. Oh, Leonhard. Es war nicht recht von dir. Nicht recht? Dass ich mein höchstes Gut, denn das bist du, auch durch das letzte Band an mich festzuknüpfen suchte? Und in dem Augenblick, wo ich in Gefahr stand, es zu verlieren? Meinst du, ich sah die stillen Blicke nicht, die du mit dem Sekretär wechseltest? Du hörst nicht auf, mich zu kränken. Ich sah den Sekretär an. Warum sollte ich's leugnen? Wir haben als Kinder zusammen gespielt und nachher... Du weißt recht gut. Oh ja, ich weiß. Aber eben darum. Da war es wohl natürlich, dass ich, nun ich ihn seit so langer Zeit zum ersten Mal wieder erblickte, ihn ansah und mich verwunderte, wie groß und... Und ich dachte, noch diesen Abend stelle ich sie auf die Probe. Will sie mein Weib werden, so weiß sie, dass sie nichts wagt. Sagt sie nein. Oh, du sprachst ein böses, böses Wort, als ich dich zurückstießend von der Bank aufsprang. Du standst vor mir wie einer, der eine Schuld einfordert. Ich... Ach, Gott! Die alte Jugendliebe tat die Augen wieder auf. Ich konnte sie nicht schnell genug zudrücken. Als ich nach Hause kam, fand ich meine Mutter krank, todkrank. Plötzlich dahingeworfen, wie von unsichtbarer Hand. Der Vater hatte nach mir schicken wollen. Sie hatte es nicht zugegeben, um mich in meiner Freude nicht zu stören. Sie ist wieder gesund. Ich kam ihr meinen Glückwunsch abzustatten und... Und? Bei deinem Vater, um dich anzuhalten. Ach. Ist dir's nicht recht? Mein Tod wär's, wenn ich nicht bald dein Weib würde.
Aber du kennst meinen Vater nicht. Er weiß nicht, warum wir Eile haben. Er kann es nicht wissen. Und wir können es ihm nicht sagen. Und er hat 100 Mal erklärt, dass er seine Tochter nur den gibt, der, wie er es nennt, nicht bloß Liebe im Herzen, sondern auch Brot im Schrank für sie hat. Er wird sprechen, wart noch ein Jahr, mein Sohn, oder zwei. Und was willst du antworten? Aber der Punkt ist ja gerade beseitigt. Ich habe die Stelle. Ich bin Kassierer. Du bist Kassierer? Und der andere Kandidat, der Neffe vom Pastor? War betrunken, als er zum Examen kam, verbeugte sich gegen den Ofen statt gegen den Bürgermeister und stieß, als er sich niedersetzte, 3 Tassen vom Tisch. Nun ging's ans Rechnen. Mein Mitbewerber rechnete nach einem selbst erfundenen 1x1, das ganz neue Resultate lieferte. Der verrechnet sich, sprach der Bürgermeister und reichte mir mit einem Blick, in dem schon die Bestallung lag, die Hand, die ich, obgleich sie nach Tabak roch, demütig an die Lippen führte. Das kommt... Unerwartet, nicht wahr? Nun, es kommt auch nicht so ganz von ungefähr. Warum ließ ich mich 14 Tage lang bei euch nicht sehen? Was weiß ich? Ich denke, weil wir uns den letzten Sonntag erzürnten. Den kleinen Zwist führte ich selbst listig herbei, damit ich wegbleiben könnte, ohne dass es zu sehr auffiele. Ich verstehe dich nicht. Glaubst? Die Zeit benutzte ich dazu, der kleinen buckligen Nichte des Bürgermeisters, die so viel bei dem Alten gilt, den Hof zu machen. Es kam auch nicht ganz von selbst, dass der junge Hermann in dem wichtigsten Augenblick seines Lebens betrunken war. Du hast gewiss nicht gehört, dass der Mensch sich aufs Trinken verlegt. Kein Wort. Umso leichter glückte mein Plan. Mit 3 Gläsern war's getan. Als ich heute Morgen zu dir ging, da stand er am Fluss und guckte übers Brückengeländer sich lehnend schwermütig hinein. Ich grüßte ihn und fragte, ob ihm etwas ins Wasser gefallen sei. Jawohl, sagte er, ohne aufzusehen, und es ist vielleicht gut, wenn ich selbst nachspringe. Mir aus den Augen! Ja? Oh mein Gott, an diesen Menschen bin ich gekettet. Sei kein Kind. Und nur noch ein Wort im Vertrauen. Hat dein Vater die 1000 Taler noch immer in der Apotheke stehen? Ich weiß nichts davon. Nichts über einen so wichtigen Punkt? Da kommt mein Vater. Und versteh mich. Der Apotheker soll nah am Konkurs sein. Darum fragt er. Ich muss in die Küche. Guten Morgen, Herr Kassierer. Er weiß also? Schon gestern Abend. Und Clara musste es erst von mir erfahren? Wenn es ihn nicht trieb, der Dirne die Freude zu machen, wie sollte es mich treiben? Er konnte doch von mir nicht denken. Denken? Über ihn? Über irgendeinen? Ich hobele mir die Bretter wohl zurecht mit meinem Eisen, aber nie die Menschen mit meinen Gedanken. Über die Torheit bin ich längst hinaus. Ich mache bloß Erfahrungen über sie und nehme mir ein Beispiel an meinen beiden Augen, die auch nicht denken, sondern nur sehen. Über ihn glaubte ich schon, eine ganze Erfahrung gemacht zu haben. Nun finde ich ihn hier und muss bekennen, dass es doch nur eine halbe gewesen ist. Meister Anton, er macht es ganz verkehrt. Der Baum hängt von Wind und Wetter ab. Der Mensch hat in sich Gesetz und Regel. Meint er? Ja. Wir Alten sind dem Tod vielen Dank schuldig, dass er uns noch so lange unter euch Jungen herumlaufen lässt und uns Gelegenheit gibt, uns zu bilden. Früher glaubte die dumme Welt, der Vater sei dazu da, um den Sohn zu erziehen. Umgekehrt. Der Sohn soll dem Vater die letzte Politur geben, damit der arme, einfältige Mann sich im Grabe nicht vor den Würmern zu schämen braucht. Gottlob, ich habe in meinem Karl einen braven Lehrer, der Rücksichtslosen, ohne das alte Kind durch Nachsicht zu verzärteln, gegen meine Vorurteile zu Felde zieht. So hat er mir noch heute Morgen 2 neue Lehren gegeben. Erstlich hat er mir gezeigt, dass man sein Wort nicht zu halten braucht. Zweitens, dass es überflüssig ist, in die Kirche zu gehen und Gottes Gebote in sich aufzufrischen. Gestern Abend versprach er mir, es zu tun. Und ich verließ mich darauf, dass er kommen würde. Da
denn ich dachte, er wird dem gütigen Schöpfer doch für die Wiederherstellung seiner Mutter danken wollen, aber er war nicht da. Vielleicht war er nicht wohl. Möglich. Ich brauche meine Frau nur zu fragen, dann höre ich ganz gewiss, dass er krank ist. Denn über alles in der Welt sagt sie mir die Wahrheit. Nur nicht über den Jungen. Er nimmt's auch zu genau. Gewiss. Ganz gewiss. In der Kirche verlor ich die Andacht, denn der offene Platz neben mir verdroß mich. Und draußen unter dem Birnbaum in meinem Garten fand ich sie wieder. Er wundert sich? Sieh er, ich ging betrübt und niedergeschlagen nach Hause. Wie einer, dem die Ernte verhagelt ist, denn Kinder sind wie Äcker. Man sät sein gutes Korn hinein, und dann geht Unkraut auf. Unter dem Birnbaum, den die Raupen abgefressen haben, stand ich still. Ja, dachte ich, der Junge ist wie dieser da, leer und kahl. Da kam es mir auf einmal vor, als ob ich sehr durstig wäre und durchaus ins Wirtshaus müsste. Ich betrog mich selbst. Mir war nicht, um ein Glas Bier zu tun, nur darum, den Burschen aufzusuchen und auszuschmälen. Im Wirtshaus, das wusste ich, hätte ich ihn ganz gewiss gefunden. Und eben wollte ich gehen, da ließ der alte, vernünftige Baum eine saftige Birne zu meinen Füßen niederfallen, als wollte er sagen, die ist für den Durst. Und weil du mich durch den Vergleich mit deinem Schlingel verschimpft hast. Ich besann mich, biss hinein und ging ins Haus. Weiß er, dass der Apotheker nah am Konkurs ist? Was kümmert's mich? So gar nichts? Doch. Ich bin ein Christ. Der Mann hat viele Kinder. Und noch mehr Gläubiger. Auch die Kinder sind eine Art von Gläubiger. Wohl dem, der keins von beiden ist. Ich glaubte, er selbst... Das ist längst abgemacht. Er ist ein vorsichtiger Mann. Er hat sein Geld gewiss gleich eingefordert, als er sah, dass es mit dem Kräuterhändler rückwärts ging. Ja, ich brauche nicht mehr zu zittern, dass ich es verliere. Denn ich habe es längst verloren. Spaß. Ernst. Rief er, Vater? Klingen dir die Ohren schon? Von dir war die Rede noch nicht. Das Wochenblatt. Er ist ein Philosoph. Was heißt das? Er weiß sich zu fassen. Ich trage einen Mühlstein wohl zuweilen als Halskrause. Das gibt einen steifen Rücken. Er ist ärgerlich auf seinen Sohn. Ich kam ihn um seine Tochter... Halt er ein... Vielleicht sag ich nicht nein. Das hoffe ich. Und ich will ihm meine Meinung sagen. Ich hätte es gern gesehen, wenn seine Tochter mir ein paar hundert Taler zugebracht hätte. Und das war natürlich, denn umso besser würde sie selbst es bei mir gehabt haben. Es ist nicht der Fall. Was tut's? Wir machen aus der Fastenspeise unser Sonntagsessen und aus dem Sonntagsbraten unseren Weihnachtsschmaus. So geht's auch. Er spricht brav. Und unser Herrgott nickt zu seinen Worten. Und nun er mein Schwiegersohn wird, will ich ihm auch sagen, wo die 1000 Taler geblieben sind. Also doch weg. Mir ging's in jungen Jahren schlecht. Mein Vater arbeitete sich, weil er sich Tag und Nacht keine Ruhe gönnte, schon in seinem 30. Jahr zu Tode. Meine arme Mutter ernährte sich mit Spinnen, so gut es ging. Ich wuchs auf, ohne etwas zu lernen. Gleich nach meiner Konfirmation trat der Mann, den Sie gestern begraben haben, der Meister Gippard, zu uns in die Stube. Hat sie Ihren Jungen in die Welt gesetzt, dass er ihr Nase und Ohren vom Kopf fressen soll? Ich schämte mich. Und legte das Brot, von dem ich mir gerade ein Stück abschneiden wollte, schnell wieder in den Schrank. Wenn er Lust hat, kann er gleich, wie er da steht, mit mir in die Werkstatt gehen. Lehrgeld verlange ich nicht.
Die Kost bekommt er. Für Kleider will ich auch sorgen. Und wenn er früh aufstehen und spät zu Bett gehen will, so soll's ihm an Gelegenheit, hin und wieder ein gutes Trinkgeld für seine alte Mutter zu verdienen, nicht fehlen. Meine Mutter fing zu weinen an. Ich zu tanzen. Als wir endlich zu Worte kamen, hielt der Meister sich die Ohren zu, schritt hinaus und winkte mir. Ohne der Mutter auch nur Adies zu sagen, folgte ich ihm. Und als ich am nächsten Sonntag zum ersten Mal auf ein Stündchen zu ihr zurück durfte, gab er mir einen halben Schinken für sie mit. Gottes Segen in des braven Mannes Gruft. Nur höre ich sein halbzorniges Tonal unter die Jacke damit, dass meine Frau es nicht sieht. Kann er auch weinen? Ach, daran darf ich nicht denken. Was meint er, wenn er den Mann, dem er alles verdankte, einmal an einem Sonntagnachmittag auf eine Pfeife Tabak besuchen wollte und er treffe ihn bleich und verstört, ein Messer in der Hand, dasselbe Messer, womit er ihm tausendmal sein Vesperbrot abgeschnitten, blutig am Halse und das Tuch ängstlich bis ans Kinn hinaufziehend. Und er käme noch eben zur rechten Zeit. Er könnte retten und helfen, aber nicht bloß dadurch, dass er ihm das Messer aus der Hand risse und die Wunde verbände, sondern er müsste auch lumpige 1000 Taler, die er erspart hätte, hergeben. Und das müsste sogar, um den kranken Mann nur zur Annahme zu bewegen, ganz in der Stille geschehen. Was würde er tun? Ledig und los, wie ich bin, ohne Weib und Kind, würde ich das Geld opfern. Und wenn er 10 Weiber hätte, wie die Türken, und so viel Kinder, als dem Vater Abraham versprochen waren, und er könnte sich auch nur einen Augenblick bedenken, so wäre er... Nun, er wird mein Schwiegersohn. Jetzt weiß er, wo das Geld geblieben ist. Heute konnte ich es ihm sagen, denn mein alter Meister ist begraben. Die Verschreibung habe ich dem Toten, bevor sie den Sarg zunagelten, unter den Kopf geschoben. Nun wird er ruhig schlafen. Und ich hoffe, ich auch, wenn ich mich einst neben ihn hinstrecke. Kennst du mich noch, Vater, in dem Kleid? Den Rahmen, jawohl. Der hat sich gehalten. Das Bild nicht recht. Es scheint sich viel Spinnenweb darauf gesetzt zu haben. Nun, die Zeit war lang genug dazu. Aufrichtigkeit ist die Tugend der Ehemänner. Tut's dir leid, dass du mit 20 Jahren besser vergoldet warst als mit 50? Gewiss nicht. Wär's anders, so müsste ich mich ja für dich und mich schämen. So gibst du mir einen Kuss. Ich sage ja, bloß um zu prüfen, ob du dich noch auf die Kunst verstehst. Das fiel dir lange nicht mehr ein. Gute Hausmutter. Du hast ja ordentlich wieder rote Backen. Ein possierlicher Mensch, unser neuer Totengräber. Er machte ein Grab, als ich heute Morgen über den Kirchhof ging. Ich fragte, für wen es sei. Für wen Gott will. Warum wartet er denn nicht, bis man die Gräber bei ihm bestellt? Ich bin heute auf eine Hochzeit gebeten, sprach er. Und da bin ich Prophet genug, um zu wissen, dass ich's morgen noch im Kopf spüren werde. Nun hat mir aber gewiss jemand den Tort angetan und ist gestorben. Da müsste ich morgen bei Zeiten heraus und könnte nicht ausschlafen. Ich warf meine Blumen hinein und sprach, nun ist's besetzt. Ich denke, der Kerl hat bloß gespaßt. Und das ist schon sündlich genug,
Gräber im Voraus machen, hieße vorwitzig die Falle des Todes aufstellen. In der Lunken der Ästhete sollte man vom Dienst jagen. Was Neues, Leonard, in der Zeitung? Die Polizei macht einen Juwelendiebstahl bekannt. Wunderbar genug. Man sieht daraus, dass trotz der schlechten Zeiten noch immer Leute unter uns leben, die Juwelen besitzen. Ein Juwelendiebstahl? Bei wem? Beim Kaufmann Wolfram. Bei... Unmöglich. Da hat mein Karl vor ein paar Tagen einen Sekretär poliert. Vater! Aus dem Sekretär verschwunden, richtig. Vergebe dir Gott dies Wort. Du hast recht. Es war ein nichtswürdiger Gedanke. Gegen deinen Sohn, das muss ich dir sagen, bist du nur ein halber Vater. Frau, wir wollen heute nicht darüber sprechen. Er ist anders als du. Muss er darum gleich schlecht sein? Na, wo bleibt er denn jetzt? Die Mittagsglocke hat längst geschlagen. Ich wette, dass das Essen draußen verkocht und verbrät. Weil Clara heimliche Order hat, den Tisch nicht zu decken, bevor er da ist. Wo sollte er bleiben? Höchstens wird er Kegel schieben. Ich weiß auch nicht, was du gegen das unschuldige Spiel hast. Gegen das Spiel? Gar nichts. Vornehme Herren müssen einen Zeitvertreib haben. Aber ein Handwerksmann kann nicht Ärger freveln, als wenn er seinen sauer verdienten Lohn aufs Spiel setzt. Der Mensch muss, was er mit schwerer Mühe im Schweiß seines Angesichts erwirbt, ehren. Es hoch und wert halten, wenn er nicht an sich selbst irre werden, wenn er nicht sein ganzes Tun und Treiben verächtlich finden soll. Nun geh er nur hin und bezahl er seine Wette. Leute im roten Rock mit blauen Aufschlägen sollten ihm nie ins Haus kommen. Hier sind wir, unserer zwei. Gerichtsdiener, warum behält er seinen Hut nicht auf wie ich? Wer wird denn Umstände machen, wenn er bei seinesgleichen ist? Bei deinesgleichen? Du Schuft! Er hat recht. Wir sind nicht bei unseresgleichen. Schelme und Diebe sind nicht unseresgleichen. Aufgeschlossen die Kommode da hinten. Und dann drei Schritte davon, dass er nichts herauspraktiziert. Was? Was? Sein Sohn hat Juwelen gestohlen. Den Dieb haben wir schon. Nun wollen wir Haussuchung halten. Jesus! Mutter! Mutter! Ich will einen Arzt Mutter! Holen. Nicht nötig. Das ist... Das letzte Gesicht saß 100 Mal. Gute Nacht, Therese. Du starbst, als du es hörtest. Das soll man dir aufs Grab setzen. Meister Anton, fasse sich. Jeder weiß, dass er der ehrlichste Mann in der Stadt ist. So? So? Ja, ich habe die Ehrlichkeit in der Familie allein verbraucht. Der arme Junge. Es blieb nichts für ihn übrig. Ida, mein Weib, war auch viel zu sittsam. Wer weiß, ob die Tochter nicht... Was meinst du, mein unschuldiges Kind? Vater! Fühlt er kein Mitleid? Kein Mitleid. Wühl ich dem alten Kerl in den Taschen, zwinge ich ihn, die Strümpfe auszuziehen und die Stiefel umzukehren. Damit wollte ich anfangen, denn ich hasse ihn, wie ich nur hassen kann, seit er im Wirtshaus ein Glas... Er kennt die Geschichte. Und er müsste sich auch beleidigt fühlen, wenn er Ehre im Leib hätte. Wo ist die Kammer des Bruders? Hinten. Komm her! Vater, Vater, er ist unschuldig. Er muss unschuldig sein. Er ist ja dein Sohn, er ist ja mein Bruder. Unschuldig? Und ein Muttermörder? Nein, Vater, nein! Ein Brief vom Herrn Kassierer Leonhard. Du brauchst ihn nicht zu lesen. Er sagt sich von dir los. Bravo, Lump. Ja. Ja. Oh, mein Gott. Lass ihn. Vater. Vater. Ich kann nicht... Kannst nicht? Kannst nicht? Was ist das? Suchet, so werdet ihr finden. Was fällt ihm ein? Traf's denn heute zu? Halt das Maul! Komm her. Er ist unschuldig. Und du? Du? Vater, er ist schrecklich.
Liebe Tochter, der Karl ist doch nur ein Stümper. Er hat die Mutter umgebracht. Was will's heißen? Der Vater blieb am Leben. Komm ihm zu Hilfe. Du kannst nicht verlangen, dass er alles allein tun soll. Gib du mir den Rest. Oh ja, der alte Stamm sieht noch so knorrig aus, nicht wahr? Aber er wackelt schon. Es wird dir nicht zu viel Mühe kosten, ihn zu fällen. Du brauchst nicht nach der Axt zu greifen. Du hast ein hübsches Gesicht. Ich habe dich noch nie gelobt, aber heute will ich es dir sagen, damit du Mut und Vertrauen bekommst. Augen, Nase und Mund finden gewiss Beifall. Werde... Du verstehst mich wohl. Oder? Sag mir, das kommt mir so vor, dass du es schon bist. Mutter. Fass die Hand der Toten und schwöre mir, dass du bist, was du sein sollst. Ich schwöre dir, dass ich dir nie Schande machen will. Gut. Es ist schönes Wetter. Wir wollen Spießruten laufen. Straß auf. Straß ab. Willst du wieder nichts essen? Vater, ich bin satt. Und nichts? Ich aß schon in der Küche. Wer keinen Appetit hat, der hat kein gut Gewissen. Nun, alles wird sich finden. Oder war Gift in der Suppe, wie ich gestern träumte? Dann tatst du klug. Allmächtiger Gott. Vergib mir. Geh zum Teufel mit deiner blassen Leidensmiene. Rot soll man aussehen, wenn man jung ist. Jede meiner Ohrfeige, der noch aussagt, wenn er sich in den Finger geschnitten hat. Dazu hat keiner das Recht mehr, denn hier steht ein Mann, der... Was tat ich, als der Nachbar über deiner Mutter den Sargdeckel zunageln wollte? Er riss ihm den Hammer weg und tat's selbst und sprach, dies ist mein Meisterstück. Der Kantor, der eben mit den Chorknaben vor der Tür das Sterbelied absang, meinte, er sei verrückt geworden. Verrückt? Verrückt. Ah, ja. Es ist ein kluger Kopf, der sich selbst köpft, wenn's Zeit ist. Der Meinige muss dazu zu feststehen, sonst... Man hockte in der Welt und glaubte, in einer guten Herberge hinterm Ofen zu sitzen. Da wird plötzlich Licht auf den Tisch gestellt und siehe da, man ist in einem Räuberloch. Nun geht's piff, paff von allen Seiten. Aber es schadet nichts. Man hat zum Glück ein steinernes Herz. Ja, Vater, so ist's. Was weißt du davon? Meinst du, du hast ein Recht, mit mir zu fluchen, weil dein Schreiber davongelaufen ist? Ich will ein anderer Sonntag spazieren führen. Ein anderer wird dich zum Weibe nehmen, wenn du es verdienst. Aber wenn du nun 30 Jahre lang in Züchten und Ehren die Last des Lebens getragen hast, und dann kommt dein Sohn, der dir für dein Alter ein weiches Kopfkissen stopfen sollte, und überhäuf dich so mit Schande, Vater, dass Vater, du die Erde anrufen möchtest, verschlucke mich. Dann magst du all die Flüche, die ich in meiner Brust zurückhalte, aussprechen. Oh, Karl. Und dann soll's mich doch, was ich tun werde, wenn ich ihn wieder vor mir sehe. Wenn er abends vor Licht anzünden, mit geschorenem Kopf in die Stube tritt
und einen guten Abend herausstottert und die Klinke der Tür in der Hand behält. Tun werde ich etwas. Das ist gewiss. Aber was? Und ob sie ihn 10 Jahre behalten? Er wird mich finden. Ich werde so lange leben, das weiß ich. Vater, er sollte sich eine halbe Stunde niederlegen. Um zu träumen, dass du in die Wochen gekommen bist, um dann aufzufahren und dich zu packen und mich hinterdrein zu besinnen und zu sprechen. Liebe Tochter, ich wusste nicht, was ich tat. Ich danke. Mein Schlaf hat den Gaukler verabschiedet und einen Propheten in Dienst genommen. Der zeigt mir mit seinem Blutfinger hässliche Dinge. Ich weiß nicht, wie es kommt. Alles scheint mir jetzt möglich. Oh. Mich schaudert's vor der Zukunft. Werd er doch wieder ruhig, Vater. Werd er doch wieder gesund. Warum ist er krank? Dein Bruder ist der schlechteste Sohn. Werde du die beste Tochter. Oh. Werde du ein Weib wie deine Mutter war, dann wird man sprechen, an den Eltern hat's nicht gelegen, dass der Bube abseits ging, denn die Tochter wandelt den rechten Weg. Und ich will das Meinige dazu tun. Ich will dir die Sache leichter machen als den übrigen. In dem Augenblick, wo ich bemerke, dass man auch auf dich mit Fingern zeigt, werde ich mich rasieren. Und dann, das schwöre ich dir zu, rasiere ich den ganzen Kerl weg. Du kannst sagen, es sei aus Schreck geschehen, weil auf der Straße ein Pferd durchging oder weil die Katze auf dem Boden einen Stuhl umwarf. Was tut's? Ganz in einer Welt nicht aushalten, wo die Leute mitleidig sein müssten, wenn sie nicht vor mir ausbücken sollen. Barmherziger Gott, was soll ich tun? Nichts, liebes Kind. Ich bin zu hart gegen dich, ich fühl's wohl. Nichts. Bleib nur, was du bist. Oh. Ich hab so groß Unrecht erlitten, dass ich Unrecht tun muss, um nicht zu erliegen, wenn's mich so recht anfasst. Sieh, ich gehe vorhin über die Straße, da kommt der Pockenfritz daher, der Gaudieb, den ich vor Jahren ins Loch stecken ließ, weil er zum 3. Mal lange Finger bei mir gemacht hatte. Früher wagte der Halunke nicht, mich anzusehen. Jetzt trat er frech auf mich zu und reichte mir die Hand. Ich wollte ihm einen hinter die Ohren geben, aber ich besann mich und spuckte nicht einmal aus. Wir sind ja Vettern seit 8 Tagen. Vater, und es ist billig, dass Verwandte sich grüßen. Der Pfarrer, der mitleidige Mensch, der mich gestern besuchte, meinte zwar, ein Mensch habe niemanden zu vertreten als sich selbst. Und es sei ein unchristlicher Hochmut von mir, dass ich auch noch für meinen Sohn aufkommen wollte. Nein. Nein, es ist zu viel. Ich könnte mich zuweilen nach meinem Schatten umsehen, ob er nicht schwärzer geworden ist. Denn alles, alles kann ich ertragen und hab's bewiesen. Nur nicht die Schande! Legt mir auf den Nacken, was ihr wollt. Nur schneidet nicht den Nerv durch, der mich zusammenhält. Vater, noch hat Karl ja nicht gestanden. Und Sie haben auch noch nichts bei ihm gefunden. Was soll mir das? Ich bin in der Stadt herumgegangen. Da habe mich in den Schenken nach seinen Schulden erkundigt. Da kam mehr zusammen, als er im nächsten Vierteljahr bei mir verdient hätte.
Dann weiß ich, warum er immer 2 Stunden später Feierabend machte als ich und warum er trotzdem auch noch vor mir aufstand. Aber er sah ein, dass dies alles doch nichts half oder es war ihm zu mühevoll und dauerte ihm zu lange. Da griff er zu, als die Gelegenheit sich bot. Und wenn Karl doch freigesprochen wird, wenn die Juwelen sich wiederfinden? Dann würde ich einen Advokaten annehmen und mein letztes Hemd daran setzen, um zu erfahren, ob der Bürgermeister den Sohn eines ehrlichen Mannes mit Recht ins Gefängnis warf oder nicht. Aber dies sind unnütze Reden. Der Junge wird so wenig rein aus diesem Prozess hervorgehen wie deine Mutter, lebendig aus ihrer Gruft. Warum vergisst du nicht, was du mir schuldig bist? Halte du deinen Schwur, damit ich den meinigen nicht zu halten brauche. Ja, ja. Ich komme heute Abend erst spät nach Hause. Ich gehe zu dem alten Holzhändler ins Gebirge. Es ist der einzige Mann, der mir noch wie sonst in die Augen sieht. Weil er noch nicht von meiner Schande weiß. Oh, er ist taub. Keiner kann ihm was erzählen. Darum erfährt er nichts. Oh Gott, erbarme dich. Erbarme dich über den alten Mann. Nimm mich zu dir. Ihm ist nicht anders zu helfen. Sieh, der Sonnenschein liegt so goldig auf der Straße, dass die Kinder mit Händen nach ihm greifen. Die Vögel fliegen hin und her. Blumen und Kräuter werden nicht müde, in die Höhe zu wachsen. Alles lebt, alles will leben. 1000 Kranke zittern in dieser Stunde vor dir, oh Tod. Wer dich in der beklommenen Nacht noch rief, weil er seinen Schmerz nicht mehr ertragen konnte, der findet sein Lager jetzt wieder sanft und weich. Ich rufe dich! Verschone den, dessen Seele sich am tiefsten vor dir wegrimmt. Lass ihm so lange Frist, bis die schöne Welt wieder grau und öde wird. Nimm mich für ihn. Ich will nicht schaudern, wenn du mir deine kalte Hand reichst. Ich will sie mutig fassen und dir freudiger folgen, als dir noch je ein Menschenkind gefolgt ist. Guten Tag, Jungfer Clara. Ist Ihr Vater nicht zu Hause? Er ist eben fortgegangen. Ich komme. Meine Juwelen haben sich wiedergefunden. Oh. Oh, oh, Vater, Vater, wärst du da? Er hat seine Brille vergessen, dort liegt sie. Dass er es bemerkte und umkehrte. Wie denn, wo, bei wem? Meine Frau, sag's mir aufrichtig, Jungfer, hat sie nicht auch schon etwas Wunderliches über meine Frau gehört? Ja. Dass sie, nicht wahr? Dass sie nicht recht bei sich ist, freilich. Seit das Nachbarhaus abbrannte und seine Frau aus dem geöffneten Fenster dazu lachte und in die Hände klatschte, seitdem hatte man nur die Wahl, ob man sie für einen Teufel oder für eine Verrückte halten wollte. Und das haben Hunderte gesehen. Das ist wahr. Nun, da die ganze Stadt mein Unglück kennt, so wäre es töricht, wenn ich ihr das Versprechen abfordern wollte, es zu verschweigen. Höre sie denn. Den Diebstahl, wegen dessen ihr Bruder im Gefängnis sitzt, hat der Wahnsinn begangen. Seine eigene Frau? Dass sie, die früher die edelste, mitleidigste Seele von der Welt war, boshaft und schadenfroh geworden ist, wusste ich längst. Dass sie aber auch Sachen im Hause auf die Seite bringt, das habe ich leider zu spät erfahren. Erst heute Mittag. Ich hatte mich aufs Bett gelegt und wollte eben einschlafen. Da bemerkte ich, dass sie sich mir leise näherte und mich scharf betrachtete, ob ich schon schliefe.
Ich schloss die Augen fester. Dann nahm sie aus meiner über den Stuhl gehängten Weste den Schlüssel, öffnete den Sekretär, griff nach einer Goldrolle, schloss wieder zu und trug den Schlüssel zurück. Ich entsetzte mich, doch ich hielt an mich, um sie nicht zu stören. Sie verließ das Zimmer, ich schlich auf den Zehen nach, sie stieg zum obersten Boden hinauf und warf die Goldrolle in eine alte Kiste hinein und eilte, ohne mich zu bemerken, wieder fort. Ich durchsuchte die Kiste. Da fand ich die Spielpuppe meiner jüngsten Tochter. Ein paar Pantoffeln der Magd, Briefe und leider, oder Gottlob, wie soll ich sagen, ganz unten auch die Juwelen. Gott weiß, ich würde den Schmuck darum geben, könnte ich ungeschehen machen, was geschehen ist. Aber nicht ich bin schuld. Dass mein Verdacht, bei aller Achtung vor ihrem Vater, auf ihren Bruder fiel, war natürlich. Er hatte den Sekretär poliert und mit ihm waren die Juwelen verschwunden. Ich bemerkte es fast augenblicklich, denn ich musste aus dem Fach, worin sie lagen, Papiere herausnehmen. Doch es fiel mir nicht ein, gleich strenge Maßregeln gegen ihn zu ergreifen. Ich teilte die Sache nur vorläufig dem Gerichtsdiener Adam mit und ersuchte ihn, ganz in der Stille Nachforschungen anzustellen. Aber dieser wollte von keiner Schonung wissen. Er erklärte mir, er müsse und werde den Fall auf der Stelle anzeigen, denn ihr Bruder sei ein Säufer und Schuldenmacher. Und er gilt bei dem Bürgermeister leider so viel, dass er durchsetzen kann, was er will. Der Mann scheint bis aufs Äußerste gegen ihren Vater aufgebracht zu sein. Ich weiß nicht, warum. Der Gerichtsdiener hat im Wirtshaus einmal sein Glas neben das meines Vaters auf den Tisch gestellt und ihm dabei zugenickt, als ob er ihn zum Anstoßen auffordern wolle. Da hat mein Vater das Seinige weggenommen und gesagt, Leute im roten Rock mit blauen Aufschlägen mussten ehemals aus Gläsern mit hölzernen Füßen trinken. Auch mussten sie draußen vor dem Fenster oder, wenn es regnete, vor der Tür stehen bleiben und bescheiden den Hut abziehen, wenn der Wirt ihnen den Trunk reichte. Man soll keinen reizen. Und die Schlimmen am wenigsten. Wo ist Ihr Vater? Im Gebirg, beim Holzhändler. Ich suche ihn auf. Beim Bürgermeister war ich schon. Leider traf ich ihn nicht daheim, sonst würde Ihr Bruder schon hier sein. Aber der Sekretär hat sogleich einen Boten abgefertigt. Sie wird ihn noch vor Abend sehen. Nun sollte ich mich freuen. Gott. Gott. Und ich kann nichts denken als... Nun bist du's allein. Und doch ist mir zumut, als müsse mir gleich etwas einfallen, das alles wieder gut macht. Guten Tag. Der? Oh, wenn der nicht zurückgekommen wäre. Der Vater ist nicht zu Hause? Nein. Ich bringe eine fröhliche Botschaft. Ihr Bruder... Nein, Clara, ich kann in diesem Ton nicht mit dir reden. Ich muss du zu dir sagen, wie ehemals. Wenn's dir nicht gefällt, so denke, der große Junge träumt. Ich will ihn aufwecken und vor ihn hintreten und mich hoch aufrichten, damit er sieht, dass er kein kleines Kind mehr vor sich hat, sondern ein gehörig erwachsenes Mädchen, das den Zucker auch dann erreichen kann, wenn er auf den Schrank gestellt wird. Du weißt doch noch, das war der Platz. Die feste Burg, wo er auch unverschlossen vor uns sicher war. Ich dächte, man vergäße solche Dinge, wenn man 100 und 1000 Bücher durchstudieren müsste. Man vergisst's auch. Freilich, was vergisst man nicht über Justinian und Gaius? Die Knaben, die sich so hartnäckig gegen das ABC wehren, die wissen wohl, warum. Sie haben eine Ahnung davon, dass, wenn sie sich nur mit der Fibel nicht einlassen, sie mit der Bibel nie Händel bekommen könnten. Aber schändlich genug, man verführt die unschuldigen Seelen. Man zeigt ihnen hinten den roten Hahn mit dem Korb voll Eier, da sagen sie von selbst, ah, und nun ist kein Halten mehr, nun geht's reißend schnell bergunter bis zum Z,
bis sie auf einmal mitten im Corpus Juris sind und mit Grauen inne werden, in welche Wildnis die verfluchten 24 Buchstaben sie hineingelockt haben. Was man alles schwätzt, wenn man etwas auf dem Herzen hat und das nicht herauszubringen weiß. Alles ist heute lustig und munter. Es macht dir schöne Tag. Ja, heute tut jede Kornähre einen doppelten Schuss und jede Mohnblume wird noch einmal so rot wie sonst. Soll der Mensch zurückbleiben? Wodurch willst du denn für das Leben danken, als dadurch, dass du lebst? Jauchzer Vogel, sonst verdienst du die Kehle nicht. Ach, das ist so wahr, so wahr. Ich könnte gleich zu weinen anfangen. Es ist nicht gegen dich gesagt. Dass du seit 8 Tagen schwerer atmest wie sonst, begreife ich wohl. Ich kenne deinen Alten. Aber Gottlob, ich kann deine Brust wieder frei machen und eben darum bin ich hier. Du wirst deinen Bruder noch heute Abend wiedersehen. Verdient das einen Kuss? Einen schwesterlichen, wenn's denn kein anderer sein darf? Mir ist, als wäre ich auf einmal 1000 Jahre alt geworden. Und nun stünde die Zeit über mir still. Ich kann nicht zurück und auch nicht vorwärts. Oh, dieser festgenagelte Sonnenschein und all die Heiterkeit um mich her. Du antwortest mir nicht. Freilich, ich vergaß, du bist ja Braut. Oh, Mädchen, warum hast du mir das angetan? Und doch habe ich ein Recht, mich zu beklagen. Sie ist wie alles Liebe und Gute. Alles Liebe und Gute hätte mich an sie erinnern sollen, dennoch war sie jahrelang für mich wie nicht mehr in der Welt. Wäre es nur wenigstens ein Kerl, vor dem man die Augen niederschlagen müsste. Aber dieser Leonard! Ich muss zu ihm. Das ist's ja. Ich bin nicht mehr die Schwester eines Diebes. Oh Gott, was will ich denn noch? Leonard wird und muss. Er braucht ja bloß kein Teufel zu sein und alles ist wie vorher. Oh, wie vorher. Warum werden mir die Beine auf einmal so schwer? Du willst? Zu Leonhard, wohin denn sonst? Nur den einen Weg habe ich auf dieser Welt noch zu machen. So liebst du ihn? Lieben! Er oder der Tod. Er oder der Tod? Mädchen, so spricht die Verzweiflung. Mach mich nicht rasend! Nenne das Wort nicht mehr! Dich! Dich liebe ich! Da! Da! Ich ruf dir's zu, als ob ich schon jenseits des Grabes wandelte, wo niemand mehr rot wird, wo sie alle nackt und frierend aneinander vorbeischleichen, weil Gottes furchtbare heilige Nähe in jedem den Gedanken an die anderen bis auf die Wurzel weggezehrt hat. Mich? Noch immer mich? Clara, ich hab's geahnt, als ich dich draußen im Garten sah. Hast du? Oh, der andere auch. Und er trat vor mich hin. Er oder ich? Oh, mein Herz, mein verfluchtes Herz. Um ihm, um mir selbst zu beweisen, dass es nicht so sei, oder um's zu ersticken, wenn es so wäre, tat ich, was mich jetzt... Oh Gott im Himmel! Ich würde mich erbarmen, wenn ich du wäre und du ich. Clara, werde mein Weib. Jetzt biete ich dir alles an, was ich bin und was ich habe. Es ist wenig, aber es kann mehr werden. Längst wäre ich hier gewesen, doch deine Mutter war krank, dann starb sie. Fasse Mut, Mädchen. Der Mensch hat dein Wort, das ängstigt dich. Und freilich ist's verflucht. Wie konntest du? Oh, frag noch, was alles zusammenkommt, um ein armes Mädchen verrückt zu machen. Spott und Hohn von allen Seiten, als du auf die Akademie gezogen warst und nichts mehr von dir hören ließest. Die denkt noch an den. Die glaubt, dass Kindereien ernsthaft gemeint waren. Erhält sie Briefe. Oh mein Gott. Ich bin schuld. Ich fühl's. Nun, was schwer ist, ist darum nicht unmöglich. Ich schaff dir dein Wort zurück. Oh, mein Wort. Da. Ich als Kassierer, dein Bruder, Dieb, sehr leid, aber ich kann nicht umhin aus Rücksicht auf mein Amt.
Das schrieb er dir denselben Tag, wo deine Mutter starb? Ja. Er bezeugte ja zugleich sein Beileid über ihren jähen Tod. Ich glaube, ja. Das dich! Aber es ist ja gut, es ist ja vortrefflich. Komm, für ewig. Nein, nein, nicht für ewig. Nur, dass ich nicht umfalle. Mädchen, du liebst ihn nicht. Du hast dein Wort zurück. Und ich muss doch zu ihm. Ich muss mich auf Knien vor ihm niederwerfen und stammeln sie die weißen Haare meines Vaters an. Nimm mich! Versteh ich dich? Ja. Darüber kann kein Mann weg. Vor dem Kerl, dem man ins Gesicht spucken möchte, die Augen niederschlagen müssen. Geh nun, geh. Oder man müsste den Hund, der es weiß, aus der Welt wegschießen. Dass er Mut hätte, dass er sich stellte, dass man ihn zwingen könnte. Ums Treffen wäre mir nicht bange. Ich bitte dich. Wenn's dunkel wird. Ich fühle, was ich dir schuldig bin. Zu. Zu, mein Herz. Quetsch dich in dich ein, dass auch kein Blutstropfen mehr heraus kann, der in den Adern das gefrierende Leben wieder entzünden will. Da hatte sich wieder was wie eine Hoffnung in dir aufgetan. Jetzt erst merke ich's. Ich dachte... Nein... Darüber kann kein Mann weg. Und wenn... Könntest du selbst darüber hinweg? Hättest du den Mut, eine Hand zu fassen, die... Nein. Nein. Diesen schlechten Mut hättest du nicht. Du müsstest dich selbst einriegeln in deine Hölle, wenn man dir von außen die Tore öffnen wollte. Oh, dass das aussetzt, dass das nicht immer sofort bohrt, dass zuweilen ein Aufhören ist, nur darum dauert's so lange. Nun, Clara? Ja, Vater, ich gehe. Ich gehe. Deine Tochter wird dich nicht zum Selbstmord treiben. Ich bin bald das Weib des Menschen, oder... Oh Gott, nein. Ich bettle ja nicht um mein Glück. Ich bettle ja um mein Elend, um mein tiefstes Elend. Mein Elend wirst du mir geben. Fort. Wo ist der Brief? Drei Brunnen triffst du auf dem Weg zu ihm, dass du mir an keinem stehen bleibst. Noch hast du nicht das Recht dazu. Das wäre nun der sechste Bogen nach Tisch. Wie fühlt sich der Mensch, wenn er seine Pflicht tut? Jetzt könnte mir in die Tür treten, wer wollte. Und wenn's der König wäre. Ich würde aufstehen. Aber ich würde nicht in Verlegenheit geraten. Einen nehme ich aus. Das ist der alte Tischler. Aber im Grunde kann auch der mir wenig machen. Ach, dass der eine verfluchte Abend nicht wäre. Es war in mir wirklich mehr Eifersucht als die Liebe, die mich zum Rasen brachte. Und sie ergab sich gewiss nur darein, um meine Vorwürfe zu widerlegen, denn sie war kalt gegen mich wie der Tod. Hier stehen böse Tage bevor. Nun, auch ich werde noch viel Verdruss haben. Trage jeder das Seinige. Guten Abend, Leonhard. Clara! Das hätte ich nur nicht mehr erwartet. Hast du meinen Brief nicht erhalten? Doch. Du kommst vielleicht für deinen Vater und willst die Steuer bezahlen. Wie viel ist es nur? Ich sollte es eigentlich aus dem Kopf wissen. Ich komme, um dir deinen Brief
zurückzugeben. Hier ist er. Lies ihn noch einmal. Es ist ein ganz vernünftiger Brief. Wie kann ein Mann, dem die öffentlichen Gelder anvertraut sind, in eine Familie heiraten, zu der dein Bruder gehört? Leonhard. Aber vielleicht hat die ganze Stadt Unrecht. Dein Bruder sitzt nicht im Gefängnis. Du bist nicht die Schwester deines Bruders. Leonhard, ich bin die Tochter meines Vaters und nicht als Schwester eines unschuldig Verklagten, der schon wieder freigesprochen ist. Nicht als Mädchen, das vor unverdienter Schande zittert, denn ich zittere noch mehr vor dir. Nur als Tochter des alten Mannes, der mir das Leben gegeben hat, stehe ich hier. Und du willst? Du kannst fragen. Mein Vater schneidet sich die Kehle ab, wenn ich heirate mich. Dein Vater? Er hat geschworen, heirate mich. Hand und Hals sind nahe Vettern. Sie tun einander nichts zuleide. Mach dir keine Gedanken. Er hat geschworen, heirate mich. Nachher bringe ich mich um. Ich will dir für das eine noch dankbarer sein als wie für das andere. Liebst du mich? Kommst du, weil dich dein Herz treibt? Bin ich der Mensch, ohne den du nicht leben kannst? Antworte dir selbst. Kannst du schwören, dass du mich liebst? Dass du mich so liebst, wie ein Mädchen den Mann lieben muss, der sich auf ewig mit ihm verbinden soll? Nein, das kann ich nicht schwören. Ach. Aber dies kann ich schwören. Ob ich dich liebe, ob ich dich nicht liebe. Ich lebe nicht lange. Schaue Gott mich nicht so schrecklich an, wenn ich komme, ehe er mich gerufen hat. Aber ich bin's nicht allein. Und leichter finde ich am jüngsten Tag noch eine Antwort auf des Richters Frage, warum hast du dich selbst umgebracht, als auf die? Warum hast du deinen Vater so weit getrieben? Du sprichst, als ob du die Erste und Letzte wärst. Tausende haben das vor dir durchgemacht und sie ergaben sich darein. Tausende werden nach dir in den Fall kommen und sich in ihr Schicksal finden. Sind die alle Nickel, dass du dich für dich allein in die Ecke stellen willst? Die hatten auch Väter, die einen Schock neue Flüche erfanden, als sie es zuerst hörten und von Mord und Totschlag sprachen. Nachher schämten sie sich und taten Buße für ihre Schwüre und Gotteslästerungen. Oh, ich glaub's gern, dass du nicht begreifst, wie irgendeiner in der Welt seinen Schwur halten sollte. Du sprichst von Wort halten. Eben weil ich ein Mann von Wort bin, muss ich dir antworten, wie ich geantwortet habe. Dir schrieb ich vor 8 Tagen ab. Du kannst es nicht leugnen. Der Brief ist da. Ich hatte Grund. Dein Bruder, du sagst, er ist freigesprochen. Es freut mich. In diesen 8 Tagen knüpfte ich ein neues Verhältnis an. Ich hatte das Recht dazu, denn du hast nicht zur rechten Zeit gegen meinen Brief protestiert. Ich war frei, in meinem Gefühl wie vor dem Gesetz. Jetzt kommst du. Aber ich habe schon ein Wort gegeben und eins empfangen. Du dauerst mich. Aber du wirst einsehen, mit dem Bürgermeister ist nicht zu spaßen. Nicht zu spaßen. Siehst du, du wirst vernünftig. Und was deinen Vater betrifft, so kannst du ihm keck ins Gesicht sagen, dass er allein schuld ist. Wer die Aussteuer seiner Tochter wegschenkt, der muss sich nicht wundern, dass sie sitzen bleibt. Ich danke dir. Soll ich dich hinüber begleiten? Ich habe den Mut. Ich danke dir. Ja, Mensch. Es ist kein Hohn. Ich danke dir. Mir ist, als hätte ich durch deine Brust bis in den Abgrund der Hölle hinuntergesehen. Und was auch in der furchtbaren Ewigkeit mein Los sei, mit dir habe ich nichts mehr zu schaffen. Und das ist ein Trost. Nur eins noch. Mein Vater weiß von nichts, er ahnt nichts. Und damit er nie etwas erfährt, gehe ich noch heute aus der Welt. Du kannst, Gottlob, nicht Selbstmörderin werden, ohne zugleich Kindsmörderin zu werden. Beides lieber als Vatermörderin.
Oh, ich weiß, dass man Sünde mit Sünde nicht büßt, aber was ich jetzt tue, das kommt über mich allein. Gebe ich meinem Vater das Messer in die Hand, so trifft's ihn wie mich. Mich trifft's immer. Dies gibt mir Mut und Kraft in all meiner Not und in all meiner Angst. Dir wird's wohl gehen auf Erden. Ich muss. Ich muss sie heiraten. Und warum muss ich? Sie will einen verrückten Streich begehen, um ihren Vater von einem verrückten Streich abzuhalten. Wo liegt die Notwendigkeit, dass ich den ihrigen durch einen noch verrückteren verhindern muss? Ich muss ihr nach. Guten Abend. Herr Sekretär, was verschafft mir die Ehre? Du wirst es gleich sehen. Du? Wir sind freilich Schulkameraden gewesen. Verstehst du, mit Pistolen umzugehen? Ich begreife sie nicht. Siehst du? So wird's gemacht. Dann zielst du auf mich und drückst ab. Was reden Sie? Einer von uns beiden muss sterben. Sterben? Du weißt warum. Bei Gott nicht. Besinne dich. Ich könnte dich sonst für einen tollen Hund halten und dich niederschießen. Nicht so laut. Wenn sie einer hörte. Könnte mich einer hören. Du hättest ihn längst gerufen. Wenn es des Mädchens wegen ist, ich kann sie ja heiraten. Ich bitte Sie. Sie sehen einen Menschen vor sich, der zu allem bereit ist, was Sie vorschreiben. Noch heute Abend verlobe ich mich mit ihr. Das tue ich oder keiner. Und wenn die Welt daran hinge, nicht den Saum ihres Kleides sollst du wieder berühren. Komm in den Wald mit mir. Aber wohlgemerkt, ich fasse dich unter den Arm. Und wenn du unterwegs nur einen Laut von dir gibst, so... Eine ist für mich. Geben Sie mir die. Damit du sie wegwerfen und mich zwingen kannst, dich zu morden oder dich laufen zu lassen, nicht wahr? Ach. Geduld, bis wir am Platz sind. Dann teile ich ehrlich mit dir. Aber... Courage, mein Junge. Vielleicht geht's gut. Gott und Teufel scheinen sich ja beständig um die Welt zu schlagen. Wer weiß denn, wer gerade Herr ist? Kein Mensch daheim. Wisst ich das Rattenloch unter der Türschwelle nicht, wo sie den Schlüssel zu verbergen pflegen, wenn sie alle davongehen? Ich hätte nicht hinein können. Nun, das hätte nichts gemacht. Ich könnte jetzt 20 Mal um die Stadt laufen und mir einbilden, es gäbe kein größeres Vergnügen auf der Welt, als die Beine zu brauchen. Wir wollen Licht anzünden. Das Feuerzeug ist noch auf dem alten Platz, ich wette. Denn wir haben hier im Hause 2x10 Gebote. Der Hut gehört auf den 3. Nagel, nicht auf den 4. Um 9:30 Uhr muss man müde sein. Vor Martini darf man nicht frieren, nach Martini nicht schwitzen. Da steht in einer Reihe mit, du sollst Gott fürchten und lieben. Ich bin durstig. Mutter! Pfui. Als ob ich's vergessen hätte. Ich habe nicht geweint, als ich die Totenglocke in meinem finstern Turmloch hörte. Aber, Rotrock, du hast mich auf der Kegelbahn nicht den letzten Wurf tun lassen. Obgleich ich die Bossel schon in der Hand hielt. Ich lasse dir nicht zum letzten Atemzug Zeit, wenn ich dich allein treffe. Und das kann heute Abend noch geschehen. Nachher zu Schiff. Wo die Clara bleibt, ich bin ebenso hungrig als durstig. Endlich! Du solltest nicht so viel küssen. Wo sich 4 rote Lippen zusammenbacken, da ist dem Teufel eine Brücke gebaut. Was hast du da? Wo... Was? Wo war's in der Hand? Nichts. Nichts? Sind das Geheimnisse? Her damit! Wenn der Vater nicht da ist, so ist der Bruder Vormund. Den Fetzen hab ich festgehalten. Und doch geht der Abendwind so stark, dass er die Ziegel von den Dächern wirft. Als ich an der Kirche vorbeiging, fiel einer dicht vor mir nieder. Oh Gott, dachte ich noch einen. Und stand still. Das wäre so schön gewesen. Man hätte mich begraben und gesagt, sie hat ein Unglück gehabt. Ich hoffte umsonst auf den 2. Donner! Und, Kerl, den Arm, der das schrieb, schlage ich dir lahm. Hol mir eine Flasche Wein. Oder ist deine Sparbüchse leer?
Es ist noch eine im Hause. Ich hatte sie heimlich für den Geburtstag der Mutter gekauft und beiseite gestellt. Morgen wäre der Tag. Gib sie her! Nun könnten wir denn wieder anfangen. Hobeln, sägen, hämmern. Dazwischen essen, trinken und schlafen. Damit wir immerfort hobeln, sägen und hämmern können. Nicht, Karl. Sonntags ein Kniefall obendrein. Ich danke dir, Herr, dass ich hobeln, sägen und hämmern darf. Bitte, Karl, trink nicht so viel. Der Vater sagt, im Wein sitzt der Teufel. Und der Priester sagt, im Wein sitzt der liebe Gott. Nicht. Wir wollen sehen, wer recht hat. Der Gerichtsdiener ist hier im Hause gewesen. Wie betrug er sich? Wie in einer Diebsherberge. Die Mutter fiel um und war tot, sobald er nur den Mund aufgetan hatte. Gut. Wenn du morgen früh hörst, dass der Kerl erschlagen gefunden worden ist, so fluche nicht auf den Mörder. Karl, du wirst doch nicht... Bin ich sein einziger Feind? Hat man ihn nicht schon oft angefallen? Es dürfte schwer halten, aus so vielen, denen das Stück zuzutrauen wäre, den Rechten herauszufinden. Bruder, du redest... Gefällt's dir nicht, lass gut sein. Du wirst mich nicht lange mehr sehen. Oh. Nein. Nein? Weißt du schon, dass ich zur See will? Kriechen mir die Gedanken auf der Stirne herum, dass du sie lesen kannst? Oder hat der Alte nach seiner Art gewütet und gedroht, mir das Haus zu verschließen? Pah! Das wäre nicht viel anders, als wenn der Gefängnisknecht mir zugeschworen hätte, du sollst nicht länger im Gefängnis sitzen. Ich stoße dich hinaus ins Freie. Du verstehst mich nicht. Ja, wahrhaftig, jetzt hält mich nichts mehr an der Hobelbank fest. Die Mutter ist tot. Und du willst den Vater allein lassen? Allein? Bleibst du ihm nicht? Ich? Du, sein Schoßkind! Was wächst dir für Unkraut im Kopf, dass du fragst? Seine Freude lasse ich ihm und von seinem ewigen Verdruss wird er befreit. Sag selbst, hat er auch nur einen Augenblick an meiner Schuld gezweifelt? Und hat er in seinem Überklugen, das habe ich erwartet, das habe ich immer gedacht, das konnte nicht anders enden, nicht den gewöhnlichen Trost gefunden? Wärst du's gewesen, er hätte sich umgebracht. Ich möchte ihn sehen, wenn du ein Weiberschicksal hättest. Oh, ich muss fort. Was soll das heißen? Ich muss in die Küche. Was denn sonst? Die kommt mir ganz sonderbar vor. Nun denn, ich will meinen Bündel holen. Das Letzte ist getan. Des Vaters Abendtrunk steht am Feuer. Als ich die Küchentür hinter mir anzog und ich dachte, du trittst nie wieder hinein, ging mir ein Schauer durch die Seele. So werde ich auch aus dieser Stube gehen. So aus dem Hause, so aus der Welt. Ach, warum tue ich's denn nicht? Werde ich's nimmer tun? Werde ich von Tag zu Tag aufschieben, wie jetzt von Minute zu Minute, bis... Bist du zu schwach dazu? So frag dich, ob du stark genug bist, deinen Vater mit abgeschnittener Kehle. Nein, nein. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Oh Gott, Gott, mein armer Kopf. Ich kann nicht einmal mehr beten. Bruder, 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 hilf mir! Was hast du denn? Gute Nacht, Karl. Willst du schon so früh schlafen gehen? Gute Nacht. Vergib uns. Ein Glas Wasser könntest du mir noch bringen, aber es muss recht frisch sein. Ich will es dir vom Brunnen holen. Nun, wenn du willst, es ist ja nicht weit. Danke. Danke. Das war das Letzte, was mich noch drückte. Nun werden sie doch sagen, sie hat ein Unglück gehabt. Sie ist hineingestürzt. Nimm dich aber in Acht, das Brett ist wohl noch immer nicht wieder angenagelt. Es ist ja Mondschein. Oh Gott, ich komme nur, weil sonst mein Vater käme. Vergib mir, wie ich... Sei mir gnädig. Dir hätte ich etwas abzubitten.
Aber wenn ich dir verzeihe, dass du heimlich Schulden gemacht hast und sie noch obendrein für dich bezahle, so werde ich es mir ersparen dürfen. Das eine ist gut, das andere ist nicht nötig. Wenn ich meine Sonntagskleider verkaufe, kann ich die Leute, die ein paar Taler von mir zu fordern haben, selbst befriedigen. Als Matrose brauche ich sie nicht mehr. Was sind das wieder für Reden? Er hört sie nicht zum ersten Mal. Aber mag mir heute darauf antworten, was er will. Mein Entschluss steht fest. Mündig bist du. Es ist wahr. Eben weil ich's bin, trotze ich nicht darauf. Aber ich denke, Fisch und Vogel sollten nicht darüber streiten, ob's in der Luft oder im Wasser am besten ist. Nur eins. Er sieht mich entweder nie wieder, oder er wird mich auf die Schulter klopfen und sagen, du hast recht getan. Wir wollen's abwarten. Sag mir, hat der Gerichtsdiener, statt dich auf dem kürzesten Weg zum Bürgermeister zu führen, dich wirklich durch die ganze Stadt? Straß auf, Straß ab, über den Markt wie den Fastnachtsochsen. Aber zweifle er nicht, auch den werde ich bezahlen, ehe ich gehe. Das tadle ich nicht, aber ich verbiete es dir. Ich werde dich nicht aus den Augen lassen. Und ich selbst, ich würde dem Kerl beispringen, wenn du dich an ihm vergreifen wolltest. Wo ist Clara? Oh, Gott sei Dank, dass ich noch herkam. Wo ist sie? Sie ging zum... Wo bleibt sie? Ihre Reden. Mir wird Angst. Was? Was? Sie ist gerecht. Der Bube liegt. Aber auch ich bin... Warum das, Gott? Was hat er? Was ist mit ihm? Es ist gleich aus. Gib er mir die Hand darauf, dass er seine Tochter nicht verstoßen will. Hört er... Nicht verstoßen, wenn sie... Das ist eine wunderliche Rede. Warum sollte ich sie denn... Mir gehen die Augen auf. Hätte ich ihr nicht Unrecht getan? Gib er mir die Hand. Nein. Aber ich werde ihr Platz machen. Und sie weiß das. Ich hab's ihr gesagt. Unglücklicher, jetzt erst verstehe ich dich ganz. Vater! Vater! Es liegt jemand im Brunnen. Wenn's nur die nicht... große Leiter! Haken! Stricke! Was schäumst du? Schnell! Und ob's der Gerichtsdiener wäre? Alles ist schon da. Die Nachbarn kamen vor mir. Wenn's nur nicht Clara ist. Clara? Ich kann nicht. Und doch, wenn ich ihn recht verstanden habe, Sekretär, Clara! So ist alles gut. Clara! Tot. Der Kopf. Grässlich am Brunnenrand zerschmettert, als sie... Vater, sie ist dicht hineingestürzt. Sie ist hineingesprungen. Eine Magd hat's gesehen. Sie soll sich's überlegen, ehe sie spricht. Es ist nicht hell genug, dass sie das mit Bestimmtheit hat unterscheiden können. Sie kommen mit ihr. In die Hinterstube, wo die Mutter stand. Hilf mir. Ich verstehe die Welt nicht mehr.